Willkommen zurück zu Donkey Kong auf dem Game Boy. Wir sind hier im Forest, also in einer Waldwelt. Ja, und hier geht's dann wohl weiter. Der Marienkäfer fährt uns direkt zur ersten Leiter hoch, aber warte mal. Okay, der bleibt da. Okay, gut. Aber wo muss ich jetzt lang? Unser Ziel ist es natürlich wieder mal, nach allen Schlüsseln Ausschau zu halten. Also es gibt nur einen Schlüssel. Ah ja, genau, das hat man letztens gesehen, dass ich irgendwie diesen Schalter aktivieren kann. Wie mache ich das? Mit welcher Taste? Auf dem Gameboy gab es nicht so viele Tasten, deshalb eine muss es doch sein. Ich würde denken B, aber B macht nichts. Oder muss ich ducken dafür? Nee. Hoch, runter. A, B, Start. Start. Start ist es nicht. Leute, sicher auch dem ersten Mal. Hier hat Mario seine normalen Farben, ne? Auch interessant. Okay, hier haben wir zumindest ein One-Up. Und da oben ist auch der Schlüssel. Okay. Warte, vielleicht verpassen wir gerade irgendwas. Vielleicht müssen wir erstmal hier lang. Aber nicht sterben. Ah, der Käfer. Oh, knapp. Okay. Stimmt, da unten sind dann noch Items von Pauline, die wir natürlich auch alle sammeln wollen. Einfach nur, weil wir es können. Man kriegt nichts dafür. Also doch, man kriegt ein paar extra One-Ups dafür. Und die könnte ich eigentlich schon gebrauchen. Aber habe ich jetzt alle? Oder hier ist das Anfang des Levels. Warum ist hier eigentlich ein Loch? Das Spiel ist verwirrend. Also rechts gab es ja zwei Items. Oh, das wollte ich nicht. Das war aus Versehen. Was muss das mit diesem Schalter zu tun haben? Ach, gedrückt halten. Oh, okay. Ja, okay, mein Fehler. So, und hier ist der Schlüssel und der Hut. Badabadangang. Yay. Kann der Schlüssel kurz hier bleiben, während ich den Schalter aktiviere? Oh Gott, der fällt runter. Nein, 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 schnell, 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 nein, nein. Oh, wie Mario mich anguckt. Bro, das war nicht richtig. War es nicht richtig, Mario? Nee, ehrlich, das war wirklich nicht richtig. Oder kann ich damit runterklettern? Nee, kann ich nicht. Mist, das war falsch. Na gut, das ist aber auch ein Puzzlespiel, das Ganze. Deshalb ist es natürlich auch nicht so einfach. Ich musste wirklich am richtigen Pixel stehen. Warum auch immer. Okay, dann habe ich es verstanden. Wir sollen nicht hier runter, sondern wir sollen hier rechts den Umweg machen. Deshalb ist auch hier diese... Ja, diese bewegende Fahrstuhl, sag ich mal. Deshalb ist er auch hier. Wow. Okay. Jetzt habe ich die Basics verstanden von dem Gimmick. In jeder Welt gibt es natürlich ein neues und anderes Gimmick. Damit es hier cool und fresh bleibt, sag ich mal. So, und wir können Glücksspiel betreiben. Yippie. Ja, ein Monat, nehme ich mit. Ich glaube, immer wenn man Mario, Donkey Kong und irgendwas anderes bekommt, kriegt man immer zumindest einen One-Up. Was ganz nice ist. Help, help. Oh, es ist Scrolling nach oben. Okay, alles klar. Du bewegst dich hier nicht? Nee, der bewegt sich nicht. Sterbe ich davon? Platsch. Nee, glitscht mich durch. Alles klar. Okay, kurz warten. Kriegt man Bonuspunkte für. Aha. Aha. Ihr habt's gesehen, wir können die Richtung entscheiden. Hier oben ist das Ziel. Mhm. Da ist der Schlüssel. Oder so knapp. Nein! Tot. Passiert. Okay. Ich muss nochmal kurz zusammenfassen. Also, mit dem Schalter können wir einmal nach unten und nach oben fahren lassen. Ich glaube, hier ist das Richtige, erstmal nach oben fahren zu lassen. Dann nach unten und dann nach oben nochmal. Ah, der blöde Gegner. Oh, Mann. So, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich ein bisschen vorspule, weil... Einmal die Dev-Szene zu sehen, reicht auch völlig aus. Ich meine, okay, was wir theoretisch auch machen könnten, ist erstmal nach unten. Und direkt uns den Schlüssel schnappen. Das können wir theoretisch auch tun. Vielleicht geht es auch schneller, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Bam, nach unten mit dir. Ich komme nach. Rip. Ah, hier ist ein Trampolin.
Wow, wie habe ich den nicht bemerkt, den Trampolin? Das Trampolin? Der Trampolin? Den Trampolin? Wow, knapp. Ja, keine Ahnung, wie auch immer. Okay, warte mal. Lass das mal da liegen. Ich komme da nicht mal hoch. Ach, ist das... Ah, okay. Okay, das ist doof. Dann nochmal schnell zurück. Falls ihr das Spiel damals gespielt habt, oder es vielleicht auch immer noch besitzt, wer weiß, dann lasst es mich ja mal wissen, wie ihr so zu diesem Spiel steht, ob ihr immer gut gespielt habt oder ob das Spiel für euch sehr schwer war. Und ich habe extra gesagt, falls ihr das Spiel noch besitzt, weil wenn man sich heutzutage die Preise für dieses Spiel anschaut, uiuiui, da frage ich mich, warum das nicht auf NSO ist. Also auf Nintendo Switch Online. Weil die Preise sind schon... Ja, da zahlst du so einen Switch-Game-Preis, basically. Wenn nicht sogar mehr, je nachdem. Komm, komm, ja! Dreimal Mario! Yippie! Ja! Okay, ich find's immer interessant, wie sich die Color Palette hier ändert. Nach oben würde ich sagen. Sind das Piranha-Pflanzen? Nee, aber irgendwelche Pflanzen, die mich anspucken. Okay, sehr weird. Bitte, 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 bitte! Was für eine Musik? Gruseliges Level. Spooky. Und ab! Oh mein Gott! Und weg! Nein! Ich wusste, es würde passieren. Ah, verdammt! Okay, das ist knifflig, da muss ich aufpassen. Okay, wir nehmen erstmal den Hut mit. Fallen hier rüber. Nehmen den Regenschirm mit. Okay. Tasche. One-Up. Rüberspringen. Schalter. Der Schalter macht was? Macht das Tor auf, damit wir weg können. Nein! Warum springe ich rein? Oh, jetzt soll ich alles neu machen. Nein! Okay. Ja. Macht ruhig euren Blödsinn. Macht das ruhig. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Okay. One-Up. Wegspringen. Rüber. Das war ein cooler Jump, aber der hat mir leider nicht geholfen. Muss ich sagen. Boah. Ja, die Steuerung ist aber echt schwierig. Also die Moves, die Mario drauf hat, sind cool. Aber die Steuerung ist echt schwierig. Aber na gut, was erwartest du? Das ist ja auf dem Game Boy. Ich meine, ich glaube, was viel Besseres hätten sie damals... Ach komm, ehrlich? Junge, warum mache ich es nicht gleich so? Ich habe nur noch 9 Leben. Ah, jetzt habe ich noch 10. Jedenfalls, ich sitze jetzt seit... Oh Gott. Sehr langer Zeit. Das Level ist extrem schwer für mich, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, warum. Jedenfalls, das ist mein absolutes Hasslevel. Für immer und ewig. Ach Gott, ich muss so viel schneiden. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich kann es euch nicht sagen. Jedenfalls, so viel zu. Yay, 3 One-Ups. Es wäre schön, wenn ich jetzt wieder 3 bekommen würde. Aber Mario hat nur 2 für mich. Besser als 6. Nehmen wir an. Nehmen wir mit. Hihi. So, und jetzt ein Bosskampf. Gegen DK. Oh, lol. Das ist ja einfach wie in Donkey Kong 2. Anders heißt das Spiel Donkey Kong Jr. Und Mario hat einfach die Steuerung von Donkey Kong Jr. Und Donkey Kong nimmt die Stelle von Mario ein. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Wow, wow! Boah, das kommt aus dem Nichts. Oh Gott. Oh no. Okay. Bam. Der ist tot. Runter. Ja, es ist wirklich einfach die exakt gleiche Steuerung. Also nicht exakt gleich, aber super ähnlich. Und das finde ich voll cool. Hallo, hoch da. Das ist einfach das... Wow. Wie cheap. Das ist einfach das ultimative Donkey Kong Spiel hier. Ist einfach so eine Compilation aus allem, habe ich das Gefühl.
Wenn ich jetzt noch in der nächsten Welt Elemente von Donkey Kong 3 sehe, dann bin ich glücklich. Dann haben wir alles. Okay, dann geworfen. Jetzt kann ich nicht hoch. Ach, boah! Ach, Mann. Aber dieses Problem... Dieses Problem habe ich die ganze Zeit mit diesem Spiel. An manchen Stellen ist es so ein ganz normales Videospiel und auf einmal wird es so brutal schwer. So unnötig schwer. Und es macht es nicht besser, dass man nur ein einziges Leben hat und dann direkt alles neu machen darf. Wehe, wehe. Oh mein Gott. Okay. Eigentlich cool. Aber Donkey Kong, Junge, der schmeißt so schnell und so weit in alle Richtungen, das ist ja Bullshit. Aber okay, ein paar One-Ups kriegen wir noch zurück. Mein Ziel ist es, kein Game Over zu bekommen, dieses Play. Oh, oh, die Tricks, oh, die Tricks. Mit den Füßen. Müssen diesem Gorilla hinterher. So, saven wir. Okay. Vier weitere Level und dann nochmal vier weitere Level. Ach, jetzt haben wir Unterwasser-Level. Wow. Okay. Wie funktioniert das denn? Kann ich da hoch? Nee, da kann ich nicht hoch. Kann ich schwimmen? Ich sollte vielleicht aufpassen, bevor ich schwimme. Jetzt. Wow, was hat denn für ein Problem? Ja. Ein großes Problem hat er mit mir. Wie gehe ich nach unten? Wow, wow, wow. Können wir mir folgen? Nee. Vielleicht kann ich unter Wasser atmen? Gehen wir mit? Schnell weg schon? Wie sich das anhört. Okay, hier ist der Key. Alright. Wir brauchen das hier. Setzen wir es hier hin. Okay, jetzt schnell mitnehmen! Renn, Mario, renn! Boah. Ach, da war noch ein Wallop unten links. Boah, die Grafik, da kann ich gar nicht erkennen, wo Wand ist und wo nicht. Egal, dann habe ich jetzt keinen Wallop. Muss ich mitleben? Komm, drei. Komm, gib mir drei. Ich war zu gierig. Dieser Blick, während der mir nur einen blöden Wallop gibt. Mario. Wir sehen uns noch. Wir sehen uns noch, Mario. Wow, wow, sind die schnell. Hey! Wie riesig ist bitte dieses Level? War es klug? Keine Ahnung. Boah, von dem will ich nicht gekillt werden, aber vielleicht können die auch einen gar nicht killen. Weiß ehrlich gesagt nicht. Komm, steh auf. Können die mich killen? Ich kann nur mit dem Trampolin da hoch. Aber ich muss das Timing abpassen. Jetzt. Springen! Und... Okay, die können einen nicht killen. Sehr gut. Das hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Wenn die es gekonnt hätten. Mal aufpassen, das sind Stacheln. Wir wollen nicht, dass die uns da reinschubsen in die Stacheln. Wie umgekippt das wegen mir. One up! Boing! Aua. Au. Okay, wir haben da unten noch ein Item und leider springe ich dafür extra runter. Ich weiß, ziemlich dumm, aber... Was soll's? Hä? Warum? Wow! Ich lebe! Aber... Wie lange ist die Frage? Junge, Hilfe! Schnell! Vor der wegschubsen! Junge, die schubsen halt wirklich halt weg! Okay! Badabadam bam! SC? Wo steht da oben SC? Heißt das, wir haben alles oder was heißt das? Oh, hey! Der Schlüssel ist doch da am Ziel! Ja, okay, dann sammle ich halt neu ein. Und spring! Und! Ja, jetzt! Okay, wir haben's! Aber seht ihr, was ich meine? Manche Level sind halt einfach und manche sind schwer. Das hier war eigentlich einfach. Hat halt ein bisschen gedauert. So, ich drücke jetzt ganz schnell. Ja, zwei Mario-Köpfe geben 200. Wie es scheint. Mhm.
Help, help, help. Wir sind auf dem Weg, Pauline. Weißt du aber nicht, wie wir dich immer hören können. Naja, jedenfalls. Oh, da kann ich noch. Aber ich kann den Schalter betätigen. Was macht der? Macht er alle frei? Oh, er macht, glaube ich, alle frei. Oh, dass das die beste Entscheidung war, das kann ich noch nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir wahrscheinlich da rein müssen. Wie komme ich da durch? Ah, gar nicht. Ich sterbe einfach. Okay. Ah, ich muss wahrscheinlich vorher durch, oder? Bevor ich das aufmache. Sprich. Jetzt! Aha. Ist hier irgendwas? Außer die Leiter? Ja, da oben ist was. Da oben ist ein Schirm. Hier ist ihr Hut. Badabam. Oh, ich muss ernsthaft Backtracking machen für den Regenschirm. Weil anders komme ich aber bestimmt nicht lang. Okay, es scheint so, als müssten wir den Schalter erstmal aktivieren. Also. Ja, aber wie komme ich von hier dann weiter? Bitte nicht, tu es nicht! Ach man. Nee, ich weiß es nicht. Spiel wird richtig kompliziert jetzt. Zumindest für mich. Ich bin jetzt kein Noob in Puzzle Games, aber. Das ist mir schon ein bisschen zu hoch. Boing. Okay. Da kommen wir noch nicht hoch. Sollen wir hier vielleicht runterklettern? Hä, aber irgendwie müsste das doch bedeuten, dass ich hier auch hoch kann. Aber in der Luft kann ich halt keine Leitern benutzen. Das funktioniert hier in diesem Spiel nicht. Und der Gegner killt einen. Die anderen, glaube ich, nicht. Aber der mit den Stacheln da, der killt einen auf jeden Fall. Hm. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas Großes übersehe ich hier. Ich bin mal ein bisschen vor, damit ich hier schneller durchkomme. Okay, vielleicht ist es ja auch wichtig, dass ich ein paar von denen richtig einsperre und die anderen nicht. Oh Gott, nicht du, nicht du! Jetzt! Okay, ich hoffe, kommt jetzt weiter. Ja, okay, schön und gut, aber ich weiß noch nicht mal, wo ich lang muss. Und ja, da ist er tot. Ja. Jetzt sieht es gerade wieder so sehr schlecht aus, ne? Okay, lass mal kurz überlegen. Wie würde ich realistisch weiterkommen hier? Wo müsste ich denn lang gehen? Also, ich würde mal sagen, eher von hier, oder? Da irgendwie hochzukommen? Kriege ich es hin, dass der Käfer hier hochklettert? Das wäre vielleicht möglich? Ja, der wäre dann hier hochgeklettert, kann das sein? Vielleicht muss ich ihn hier einsperren? Wartet mal. Ich will was testen. Geht's auf? Ups. Ja? Nein. Das war falsch. Aber schon mal nicht schlecht. Oder? Jetzt geht es ja nach oben. Dann kann ich ihn einsperren. Richtig? 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 Nicht richtig. Kann ich ihn eigentlich so killen? Jetzt habe ich ihn. Doch nicht. Aber es war knapp. Ja doch, eigentlich doch jetzt schon. Nee. Ich hatte ihn gerade. What? Lass mal kurz hoch. Lass mich das kurz anschauen. Ja toll, er ist hier. Ja, er ist hier. Aber ich brauche den Käfer da, wo der gerade ist. Okay, aber das scheint richtig zu sein. Mhm. Das heißt, wir müssen einfach nur einen Marienkäfer oder was auch immer das ist. Diese Puppkäfer auf jeden Fall. Einen von denen müssen wir hier mindestens nach oben kriegen. Ist ja jetzt so, dass der andere da ist. Hier, der hier. Aber was soll ich denn hier machen? Kommt jetzt schnell her, Mann. Hier braucht so lange. Wie mache ich das denn? Hm? Ich rate gerade im Moment nur noch. Jetzt habe ich einen. Ja, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich ihn. Und den anderen habe ich runterbekommen. Okay, okay. Das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt nicht sterben. Ich sterbe, Mario. Was machst du? Mario! Okay. Hab wieder einen oben.
Ohne Witz, die... Ich weiß nicht, ob ich das einfach nur bin. Ich bin einfach nur schlecht. Oder ob das Spiel einfach... Naja. Ob das Spiel dran schuld ist. Wisst ihr, was ich meine? Jedenfalls, jetzt habe ich es richtig. Und auf Handstand können wir auf ihn draufstehen. Genau, genau, genau. Da ist sogar ein One-Up. Ah, danke, Spiel. Ich weiß, ich hab's nötig. So, aufpassen, aufpassen. Und jetzt! Mhm. Oder was mache ich denn jetzt? Ich kann aber abfallen. Passt schon, passt schon. Okay, wir haben's aber. Das sollte es jetzt sein. Das sollte jetzt die Lösung sein. One-Up mitnehmen. Rüberjumpen. Und jetzt? Der Schlüssel! Wow, Alter, da fällt man ja runter. Nein. Ernsthaft? Okay, ich verstehe, ich verstehe. Oh, die Zähne, zeig ihn mal aus. Runter! Ich hab's! Oh mein Gott! Hätte ich das verfehlt, ich glaube, ich hätte die Zeit nicht mehr geschafft. Oder es wegen der Zeit nicht geschafft, besser gesagt. Oh mein Gott, dieses Level. Das ist Welt 2. Es kommen noch so viele Welten auf uns zu. Mario, hör auf, mich anzulächeln. Du findest es lustig, ne? Du findest es lustig. Ja, wollen wir doch mal sehen. Ob du es dann immer noch lustig findest, wenn du dann Game Over gehst gegen Donkey Kong. Ja, ja, findest du lustig, ne? Findest du jetzt lustig. Okay. Ist das ein Twomp oder was soll das sein? Okay, alles klar. Danke. Danke, Spiel. Spring. Gut. Spring. Gut. Spring. Puff. Okay. Okay. Hoch da. Nein. Ich sagte. Hoch da. Verdammt, wie komme ich da hoch? Von hier aus. Hm. Okay. Okay. Verstehe. 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 Jetzt schnell. 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 Auch da drüben. Verstecken. Verstecken. Hallo. Ich kann nicht nach rechts. Das geht nicht. Okay. Ich habe mich nicht getraut. Verdammt. Oh Mann, ich habe mich einfach nicht getraut. Okay, also. Boing, boing. Hoch, hoch. Schnell nach drüben. Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Manchmal bin ich zu ungeduldig. Dann spule ich hier lieber vor in den alten Games. Das war in dem Fall aber nicht so vorteilhaft. Zumindest kann ich mich hier ein bisschen hochtricksen. Wie mache ich das denn am besten? Okay. Jetzt. Ich weiß nicht, wie lange die Videos hier werden, aber ich glaube, die werden doch länger als erwartet. Oh mein Gott. War das wieder knapp. Haha. Hab ich meine ausgewischt. Ja. Ich war so knapp an ihn dran. Hab ihn irgendwie trotzdem wegrennen lassen. Keine Ahnung, wie Mario das immer hinkriegt. Aber gut. Wir sind noch nicht fertig mit der Welt. Natürlich selben wir. Vier weitere Level gibt's noch. Die machen wir. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Okay.